Moin, ich bin Dennis, ich bin der Kulttürsteher aus der Olivia Jones Bar, ihr kennt mich vielleicht, aus Film, Funk und Fernsehen. Ich habe auf St. Pauli Ende der 90er Jahre angefangen zu arbeiten, im Sicherheitsbereich in einem Großbordell. Habe da als Wirtschafter gearbeitet, das heißt also die gute Seele eines Puffs. Milieu habe ich mir einen Namen gemacht durch meine positive Beklopptheit, sag ich mal. Ich war immer schon ein bisschen verrückt im Kopf, aber auch immer auf der lustigen Seite. Aber wenn es dann hart auf hart ging, habe ich mich auch gerade gemacht. Wir sind in meiner jungen Zeit schon Kugeln um die Ohren geflogen, mit Messern bedroht worden, angegriffen worden mit kaputten Flaschen. Habe ich, weiß nicht, an zig Türen gearbeitet auf St. Pauli, aber überwiegend tatsächlich dann in der großen Freiheit. Und da habe ich bestimmt 80% der Läden in meiner Anwesenheit beglückt. Ja, wie bin ich an die Tür der Olivia Jones Bar gekommen? Es war mehr Mundpropaganda tatsächlich, dass mich ein Kollege der Barchefin damals empfohlen hat. Auch seit 2010 bin ich jetzt glücklicher Chef dieser Tür und ich bin auch froh, in diesem Team zu arbeiten, weil es unheimlich viel Spaß macht. Der kurioseste Moment, an den ich mich erinnere, ist tatsächlich der gewesen, wo ein Gast der Olivia Jones Bar sehr skurril mit einem Aktenkoffer immer reingekommen ist und alle 10 Minuten den Laden wieder verlassen hat, sich in unseren Außenbereich gesetzt hat und dort einen analogen Telefonhörer rausgeholt hat, da kurz was reingebrabbelt hat, den Koffer wieder zugemacht und in den Laden reingegangen ist. Wir haben ihn dann nach einer halben Stunde mal gefragt, was er denn da immer macht. Und er sagte tatsächlich, er müsste sich alle 10 Minuten bei einer bestimmten Nummer melden. Ansonsten würde ja alles in die Luft fliegen. Einer der schönsten Momente, an die ich mich erinnere, ist tatsächlich der gewesen, nachdem unsere Türsteher-Doku rausgekommen ist und ich mit einem Feedback in so einer Form überhaupt nicht gerechnet habe, dass so viele Leute auf uns zukommen, Fotos machen wollen und einfach sagen, was wir für einen tollen Job hier machen. Das geht runter wie Öl und das freut einen einfach immer, wenn Leute wirklich aus Dänemark, einen hatten wir aus Argentinien, der unsere Doku da gesehen hat und gekommen ist und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis. Mein Lebensmotto lautet, halte dich von negativen Menschen fern, denn sie haben für jede Lösung ein Problem. Wenn ich meinem jugendlichen Ich das sagen könnte, dann würde ich ihm heute sagen, Dankeschön. Danke für die ganze Erfahrung, die ich in den ganzen Jahren gesammelt habe, für den Blödsinn, den ich gemacht habe. Daraus habe ich einfach gelernt und ich bin einfach glücklich mit dem, was ich jetzt bin und was ich habe. Mein Job, den ich jetzt mache mit der Sucht- und Sozialberatung, für meinen Türjob, ich bin 45, er macht mir einfach immer noch mega Spaß und für mich ist es einfach erfüllend und ich fühle mich glücklich und ich bin angekommen. Oh, ihr hört's, die Glocken läuten, ich muss los zur Kieztour. Wir sehen uns hoffentlich auch bald da.